kennen Sie alle noch. Hallo, schönen guten Morgen. Das ist Morgen. Manuela. Ja. Schuld war nur der Bossa Nova. Das ist das Ding, was alle noch im Kopf haben. Der war Schuld daran und das war seit 1963. 63. Dann gab es noch Guantanamera und sowas. Habe ich als Kind in Erinnerung. Wie alt war ich da, um Gottes Willen? Och Gott, Mensch. Nee, nach Bossa Nova kam, ich gehe noch zur Schule, schwimmen lernt man im See. Lord Leicester aus Manchester, Monsieur Dupont, Guantanamera, Prost, Onkel Albert, ach und so viele mehr. Alles Sachen, die lang, lang her sind. Was machen Sie heute? Ich habe jetzt gerade eine neue LP aufgenommen, eine CD-LP. Und das ist alles so im Gospel-Pop. Gut, mehr aus dieser LP, mehr aus Ihrem Leben, gleich bei uns um 7:45 nach dem Super Bowl. Bis dann. Okay. Jeder, das ist Manuela, jetzt ist sie bei uns im Studio. In den 60er Jahren, da war sie sowas wie Madonna heute, oder? Kann man sagen, ne? Ja, war ein riesiger Erfolg gewesen. So mit super kurzen Mini und die weißen Stiefelchen habe ich gesehen, die sind immer noch da. Ja, die sind zwar keine Stiefel, sind Pumps, aber weiße Stiefel habe ich zu Hause hoch. Die waren abgedeckt durch die Hose. Ja, ist richtig. Aber die Stiefel, die ziehe ich trotzdem noch zwischendurch an. Die Mode ist doch wiedergekommen. Wie die Songs auch. Das ist ja das Ding. Alles dreht sich irgendwie. Ja. Doris Wegener, Sie haben seitdem, 30 Jahre her, viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden. Ja. Aber jetzt wollen Sie wieder zurück in die Herzen der Fans, sag ich mal. Ja, das kann man sagen. Ich meine, bei uns im Leben ist es so, wie Sie schon sagten, es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Man kann ja nicht immer oben sein. Wollen zurück, kann man nicht sagen. Man wartet und hofft, lieber Gott, steh mir bei, dass ich wieder einen Hit habe. Da kommen wir auch noch drauf auf den Hit. Ja. Jetzt wollen wir erstmal zurückgucken. Ja. Schuld war nur der Bossa Nova. Nervt das Sie, wenn die Leute immer nur diesen Spruch drauf haben, wenn man sie sieht? Ja, nur das ist ein Markenzeichen von der Manuela. Also auch, ich war ja viele Jahre in Amerika. Ich bin 10 Jahre hin und her gependelt. Und dann ist ja eine neue Generation gekommen. Und wenn man gesagt hat, kennst du die Manuela? Zu den jungen Leuten. Manuela? Aber Bossa Nova. Also Manuela und Bossa Nova ist irgendwie verheiratet. Mhm. Es ist ja auch schön. Ich meine, damit bin ich groß geworden. Inzwischen mache ich andere Sachen. Ich bin auch reifer geworden, habe viel in Amerika gelernt. Aber es ist so, auch wenn ich so Konzerte auf der Bühne habe, dann muss ich eben den Bossa Nova singen. Aber ganz nicht klar. Nur Bossa Nova, sondern auch, ich gehe noch zur Schule. Ich meine, man lernt ja nie aus. Ja, so die ungefähr. Ganzen alten Sachen, klar. Und die ganzen Oldies. Und es ist ja die Zeit wieder da. Die jungen Leute, die neue Generation, die jetzt rangewachsen ist, die kennen ja gar nicht die Zeiten, wie Vater und Mutter sich kennengelernt haben bei Küss und am Regenbogen oder Bossa Nova. Und für die Leute ist das ja auch wieder neu. Und jetzt, es läuft ganz gut im Funk auch. Es läuft ganz gut. Und jetzt wollen wir mal ein Stückchen davon hören. Sie können sich schon auf den Weg machen rüber. Ja. Mikrofon ist auch da. Ja. TV-Premiere, muss man dazu sagen. Ja. Bitte schön. Der neue Song Healing Hands. Und um 9:45, da werden wir dann ausführlich weiterreden über die Vergangenheit und die Zukunft von Manuela. Just like an angel. Touch me with your healing hands. I don't know. Don't know if you're an angel. I don't care. Now that you need.
in every sense, like a child reborn. You are innocent. Now I'm free. Jetzt ist wieder Manuela bei uns im Studio. Wer schon längere Zeit zuguckt, der hat schon einiges über sie erfahren, schon den neuesten Song gehört. Ja. Gleich geht es um Vergangenheit und Zukunft. Unter anderem waren Sie längere Zeit in den USA. Was haben Sie da alles gemacht? Na, ich bin 10 Jahre hin und her gependelt zwischen Deutschland und Los Angeles. Also ungefähr, aber das stimmt sogar, 120 Mal über den Atlantik, Strecke Frankfurt, L.A. Dann habe ich viele Fernsehshows gemacht in Las Vegas, in Chicago, in Boston, in New York. Und. Ich kenne ein bisschen von der Welt. Und einige der Erfahrungen, die sie da gemacht hat, will sie uns gleich erzählen. Bleiben Sie dran. Ja, fein. So, jetzt wieder zu Manuela, der Madonna der 60er Jahre, wie ich sie vorhin schon mal genannt habe. Wir haben eben gesagt, Sie sind nach USA gegangen. Erstmal den Grund dafür, es gab sowas wie ein Auftrittsverbot in Deutschland. Auftrittsverbot nicht in bestimmten Fernsehkanälen. Sagen wir mal, die haben Manuela boykottiert. Genau so ist es. Und warum? Tja, ich möchte gar nicht da größer reingehen, weil, wie gesagt, erste Verfahren habe ich gewonnen, zweite habe ich verloren. Und warum? Man muss sagen, worum es ging. Sie haben einem Sender bzw. einem Redakteur vorgeworfen, dass er gegen Geld bestimmte Leute ins Programm gibt. Es war ebenfalls so. Ja. Bloß ich möchte in diesem Fall nicht reingehen, sonst ich will da nicht weiter Ärger haben. Das reicht mir jetzt 18, 19 Jahre, da darf ich eben nicht auftreten. Ich meine, das ist schon eine Strafe genug. Ja. Ne? Gut, also lassen wir die Finger davon. Ich bin ja glücklich, dass es da eins gibt. Das war hervorragend. Das hört natürlich immer gerne. Jetzt aber zu der Zeit in den USA. Von wann bis wann sind Sie da hin und her gependelt? Also das war 1968. Da bin ich erst rüber geflogen und ich wollte eigentlich nur eine Entdeckungsreise machen, weil ich hier immer gelesen habe, weil die Amis alles besser machen und ein Showgeschäft und so. Und ich war immer sehr neugierig und wissbegierig. Und dann sind wir rüber nach Amerika und da hat mich noch eine Zeitschrift begleitet. Die Bravo zum Beispiel, hier kann man es ja sagen, woanders ist ja immer alles verboten. Aber ich habe ja inzwischen, weiß ich doch, ich kenne nur seit eins. Nee, und das sollte eigentlich nur eine Studienreise sein. Dann bin ich in New York zuerst gewesen, dann in San Francisco, Las Vegas, da habe ich noch den Trini Lopez getroffen. Aber und der letzte Stopp war dann Los Angeles. Wie kommt denn so ein Kontakt da zustande? Das wollte ich ja gerade sagen. Ja, immer los. Ja, und der letzte Stopp war dann Los Angeles und da wollten wir dann wieder nach Deutschland zurück und da wurde ich eingeladen von der Korrespondentin drüben und da eine Party war da und wie das so ist beim Künstler, eine Gitarre steht da, ich spiele die Gitarre. Zufällig war ein Agent da, der Kurt Frings, der die Elke Sommer nach Los Angeles, nach Hollywood gebracht hat. Ja, und da hat er gesagt, irgendwie scheint mir das Mädchen interessant zu sein. Also muss ja etwas sein, wenn die Deutschen die Manuela mögen, könnte ich mir vorstellen, sie ist ein bisschen anders als die, die wir hier haben. Und irgendwann stand die Göre aus Berlin dann in Las Vegas auf der Show. Nee, da wollen wir jetzt ganz schnell hin. Nach Deutschland zurück, nach Berlin. Ich bin ja hier Turneiser Straße. Ja, aber die Geschichte ist doch so lang jetzt. Ich weiß es. Ja, aber das ist doch so eine lange Geschichte alles. Nee, und dann kam ein Vertrag rüber, Manuela, die erste Fernsehshow. Und dann, das kam wunderbar an. Und aufgrund der ersten Fernsehshow bekam ich 12 Fernsehshows. Dann hat mich jemand entdeckt für Las Vegas. Ich weiß, die Zeit rennt. Puh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind wir endlich da. Ja. Was ist dann passiert? Wie fühlt man sich als deutscher Schlagerstar, wenn man plötzlich in Las Vegas vor ganz anderem Publikum, ganz anderes Umfeld? Na gut, ich musste die Sprache ja erstmal lernen, außer ein paar Worte, yes and no, mehr konnte ich ja auch nicht, aber inzwischen spreche ich fließend Englisch. Mhm. Tja, und dann haben die mich dort auch getestet in Las Vegas. Nach den ersten 2 Shows bekam ich 44 Shows und so bin ich denn da überall hängen geblieben. Mhm. Weil sie haben gesagt, She's different. Sie ist anders. Und ich meine mit Las Vegas, wenn man den Weg, ich bin ja hier Berlin Wedding geboren, wenn man den Weg vom Wedding bis nach Las Vegas schafft, das ist schon ein ganz tolles Ding. Denn Las Vegas ist eigentlich die Showstadt der Welt. Mhm. Und da bin ich eigentlich sehr stolz drauf. Ist das für Sie denn eine richtige Knallerkarriere geworden? Naja, ich bin ja immer hin und her gependelt. Es war ja nicht so, dass ich die 10 Jahre in Amerika ununterbrochen war, sondern wenn ich dann hier Fernsehsendung hatte oder Auftritte hatte, ich bin immer hin und her, wie gesagt, 120 Mal Strecke
Atlantik. Ist schon, ich meine, das ist schon ein paar Mal bis zum Mond hin und her geflogen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber der Draht zu Deutschland ist nie ganz, ganz abgerissen. Nein, natürlich nicht. Ich habe hier meine Fans und ich liebe meine Fans und freue mich, dass sie mir die Treue in all den Jahren gehalten haben. Und wie gesagt, jetzt die neue Platte, die jetzt auf den Markt kommt, im September soll die rauskommen, die ist eben mehr so Classic Soul, ein bisschen reifere Manuela. Und wie gesagt, ich liebe mein Publikum. Zu Ihrem Publikum drüben in den Vereinigten Staaten haben auch ganz bekannte ja. Leute gehört. Ja. Wir haben ein paar Bildchen vorbereitet, vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Da, mein Freund Cary Grant, das war ein Bild von Palm Springs, da hatten wir zusammen einen Freund gehabt. Und ich muss sagen, der Cary war ein wunderbarer Mensch. Ich habe drüben überhaupt von all den Kollegen sehr viel Nettigkeit kennengelernt. Ja. Die Amerikaner sind sehr kollegial. Anders als in Deutschland? Ein bisschen anders schon, würde ich sagen. Mr. Bonanza da oben, Lawn Green? Das ist mein Lawn Green, ja, Bonanza, ne? Ja gut, ich habe ja nun Dean Martin. Das ist Helmut Schmidt. Da hatte ich damals eine Platte überreicht für die UNICEF. War das auch in den USA oder in Deutschland? Das war in Deutschland. Aha. Jetzt sind wir also wieder in Deutschland. Gibt es noch mal mehr Bilder? Ich frage mal die Regie, die sehen ganz schön das aus. Das ist von meiner von meiner Las Vegas Show. Mhm. Ja. Tja, das ist interessant, wa? Ja, zu Hause, das ist schon interessant. Zu Hause habe ich noch mehr. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Es soll ja wieder zurückgehen hier in Deutschland ins Showgeschäft. Neue Platte haben wir schon kurz vorgestellt. Ja. Wie sind die Pläne? Das ist jetzt, ich habe jetzt im Moment sehr viel Presse draußen gemacht. Es sind viele Fernsehshows geplant. Mhm. Und dann eben die neue Platte in Deutsch und in Englisch, eine CD. Wir haben eben über das Verhältnis zu Kollegen gesprochen, das in den USA so gut war. Wie ist denn das jetzt hier? Helfen die Ihnen weiter, wieder reinzukommen? Alte Kontakte? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, nein. Es gibt diese Kollegialität hier in Deutschland nicht. Das lassen wir am Schluss so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren. Und ich danke auch vielmals. Es war sehr nett. Danke.